So, willkommen. Ein neues Projekt. Wenn sich hier so umschaut, erkennen es die meisten sicher schon. Star Wars Squadrons, die Singleplayer-Kampagne. Das ist jetzt hier die Tutorial-Mission. Wir befinden uns kurz nach der Zerstörung von Alderaan und sollen jetzt irgendwelche versprengten Reste aus dem Planeten rausholen. Wir können uns auch gerade tatsächlich nicht bewegen, nur umschauen. Sind im Hangar eines Sternenzerstörers. Ja. Hab das Spiel noch nie davor gespielt. Das heißt, das wird jetzt interessant. Beginne Startvorbereitung. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Gewiss. Okay, gut, alles anmachen. Ich spiele mit Controller, aber auf dem PC und das Spiel habe ich über den Xbox Game Pass. So, Netflix für Spiele gab es jetzt die ersten 3 Monate für einen Euro. Ja, so und jetzt. Okay. Der Rest der Flotte ist zurück von Alastair. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Okay, ich muss hier nachher noch mal die Steuerung invertieren, weil ich damit aktuell hier noch nicht so ganz zurechtkomme. Okay, da habe ich eine Art Nachbrenner. Das war's jetzt schon. Das war schon für die genug Rollen. Okay. Interessant, dass die Anzeige in der Mitte eine Art künstlichen Horizont darstellt. Naja, weil ich meine, im Weltraum hat man theoretisch keinen Boden, aber vermutlich nehmen wir die Ausgangslage des Sternzerstörers als Ebene. Ja, sieht schon gut gemacht aus. Keine Frage. Anscheinend ist die Drehrate auch egal, ob wir jetzt halt über die Querneigung und die Höhenkontrolle drehen oder ob wir einfach so mit der Giersteuerung unsere Kurven fliegen. Die Lieutenant Carol ist ganz schön am Quatschen. Okay, jetzt haben wir da die Geschwindigkeitsanzeige. Jetzt sind wir bei halber Geschwindigkeit. Diese Trägerschiffe, die kenne ich auch nicht. Das habe ich tatsächlich davor bei Star Wars noch nie gesehen.
Gut, die Sternzerstörer, einige Fregatten, ne? Shuttle samt Eskorte. Gut, alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Wird gemacht. Was ist das denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, da muss ich hin. Okay, der Kreuzer dockt uns jetzt an. Optionmenü invertieren oder anpassen. Steuerung anpassen. Flug invertieren. Ja, das machen wir jetzt. Helix-Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. So, geht's jetzt los. Schießen wir jetzt was ab. Das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Genau, einige Teiltypen, die Advanced, können, glaube ich, im eigenen Hyperraumantrieb. So, jetzt sind wir abgedockt und fliegen auf halber Geschwindigkeit. Ja, genau, erst einmal die Finger knapsen. Der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig. Ja, das sind sie ja. Genau, jetzt haben wir die Steuerung invertiert. Okay, es gibt tatsächlich doch einen Unterschied, ob ich mit der Höhen- und Sinkkontrolle fliege. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Oder mit dem mit der normalen Gierung. Also links oben ist der Sensor. Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Scannen. Um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen, blick es an. Tippe linken Trigger, um es als Ziel zu erfassen. Nähere dich ihm anschließend. Na gut, das ist jetzt das gleiche wie vorher. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Gut, jetzt muss ich auf 1000 Meter ran und da kann ich dann die Geschwindigkeit verringern. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Keine Anzeichen für Herkunft aus Alderaan. Weitersuchen. So, da haben wir den nächsten. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahm nur das Schiff nicht. Hier wieder langsam ran, dann können wir es in einem Anflug machen. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Oh, lass mich raten. Du da oben. Nicht? Du bist auch noch im Frachtschiff. Ein Schiff versucht zu fliehen. Vor einer einfachen Inspektion.
mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Hören Sie nach, ob Sie die Flüchtlinge verstecken. Halte das Schiff da auf. Schon gut, dann scannt uns, aber stell das Feuer ein. Keine Flüchtlinge, Sir. Kurze Salve. Und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Gewürze. Ah, um zwischen Zielen zu wechseln, okay. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Wir sind das Imperium, wir haben Rechte auf alles. Die Verteidigung hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Um Energie auf Laser umzuleiten, Steuerkreuz nach oben. Dadurch laden sie sich schneller auf und richten mehr Schaden an. Alles klar. So, jetzt habe ich mehr Laserenergie, so wie es aussieht. Ah, hier sind noch gar keine Geschütze. Da vorne ist aber eins. Okay, ich muss gestehen, ich bin noch ein bisschen mit der Steuerung überfordert. Ich noch nicht so ganz damit zurechtkommen, was jetzt genau Nicken und was Gieren ist. Ihre Verteidigung wird schwächer. Weitermachen. Jetzt haben wir da vorne noch zwei Türme, die gehen wir nochmal an. So, jetzt hat sie sich auch beschwert, dass sie unter Beschuss ist. Jetzt gehen wir mal vor dem Felsen hoch. Drehen uns wieder richtig rum, da vorne ist das nächste Ziel. Ah, außer Reichweite. Ziel zerstört. Na, ah, kommen sie langsam dahinter. Irgendwie wirkt das Ganze ja okay. Gut, wenn wir jetzt noch schneller wären, dann würde ich hier gar nicht mehr klarkommen. Ziel zerstört. Aber wir haben noch 96. Das interessiert das Imperium ja gelinde gesagt wenig. Ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilotin, mir nach. Ich folge doch schon. Ja, die sind witzig. Dreh um. Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Ich suche nach den Flüchtlingen. Okay, zum Glück können wir uns auf der Stelle drehen. Tja, das war ja glorreich. Okay, es gibt so eine Art kein Kampfgebiet, so wie es ausschaut. Captain James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilotin, mir nach. So, kurzen Moment.
Gut, dann sind wir wieder zurück. Wir haben Feindaktivität. Okay, die kommen da alle raus. Wir erleiden Verluste. Rebellische X-Flügler auf dem Radar. Vertreibt diese imperialen Feinde. So. Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Ich suche nach den Flüchtlingen. Oh, ich werde angegriffen. Warum werde ich angegriffen? Was ist hier los? Was ist hier los? Da vor mir ist einer. Können wir erfassen. Oh, der zieht. Am Anfang zieht er gar nicht und dann zieht er richtig stark. Muss man nur ein bisschen dahinter kommen. Peinliche Schilde. Einige Sternjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, besitzen sich regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du dem Rumpf Schaden zufügen kannst, ja. Ziele ein wenig vor das Ziel. Von weiß auf rot trifft der Schuss. Alles klar. So, wir haben welche rechts. Da ist der, den wir anvisiert haben. Der kommt auf uns zu! Holla die Waldfee. Na Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, dass ich dieses Spiel auf dem Controller spiele. Aber ich dachte mir, dass es mit dem Controller leichter zu kontrollieren geht. Als mit der Maus. Jawohl. Neutralisiert. Steh unter feindlichem Beschuss. Noch ein? Ja, sehr schön. Und Geschwindigkeit rausnehmen. Oh, Alter, dreht er sich auf der Stelle? Geschwindigkeit zugeben. Den Rumpf reparieren. Die Hälfte der Rebellen ist vernichtet. Der Rumpf ist bei 86. Ja gut, das war im Star Wars Universum schon immer so, dass die TIEs keine Schilde hatten. Also zumindest die Standard TIE Fighter nicht. Bei den bei den Advanced bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Bomber hatten, glaube ich, welche. Weil die ansonsten aber auch zu sehr Kanonenfutter direkt wären. Okay, alles haben wir doch den mal vor uns. Und wieder einer aus dem Himmel geholt. So, haben wir noch. Rumpfreparatur können wir noch nicht. Ah, wir sind eh bei 95. Ja, das sehe ich. Oder ich spüre es. Allgemein ist irgendwie die Sicht auch aus dem X-Wing heraus ist irgendwie ein bisschen. Aus dem TIE Fighter ist irgendwie so ein bisschen mangelhaft. Naja. Vielleicht hältst du dann endlich mal die Klappe. Ein Feind weniger. Da unten ist noch einer unter uns. So. Drehen wir hier ein Looping. Drehen wir den Flieger aus. Nur um festzustellen, dass der uns hier gerade durch die Lappen. Ja, das bin ich, der am Heck klebt. Hups. Hups, 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 hups. Schließe mich der Formation an.
Das wird knapp. Gegenstand. Kriege ich jetzt hier diesen letzten wohl nochmal bitte? Das gibt's doch nicht. Ja, endlich. Jetzt reparieren wir nochmal den Rumpf. Jetzt dürfen wir. Mit Ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Ihr greift meine Station und Kunden an und beschuldigt mich, imperiale Verbrecher. Gut, jetzt sind wir endlich wieder bei 100. Ich schaffe es jetzt diesmal nicht irgendwo dran zu ecken. So, gleich mal jetzt das Triebwerk mal wieder aus. Was? Ah, EMP. Entschuldige, Teresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Sir? Linden? Was sagen Sie da? Verräter! Verräter! Um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht. Verdammt! Pilotin, versucht die Abschaltung zu umgehen. Neu starten. Wiederholt eine beliebige Taste drücken. Ah ja. Gott sei Dank, das sind wir wieder. Folge dem Verräter. Der Verräter. Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain James hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Ah, I see. Okay. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Hey, Kram, wofür du kämpfst? Du Idiotin! Er ist entkommen! Die Mission ist fehlgeschlagen! Wieso bin ich jetzt die Idiotin hier? Oh, ah, okay, ich war tatsächlich zu langsam. Ich dachte, das wäre Storytelling par excellence jetzt. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Ja. Ich gerade vor, aber der jagt hier alles in die Luft. Ich sehe den Konvoi. Direkt vor uns. Feuer bereit machen. Hier ist der Flüchtlingskonvoi Algeras Hoffnung. Es sind Familien an Bord. Ich helfe euch, Konvoianführer. Keine Zeit für Erklärungen. Raus aus dem Tunnel. Könntest du doch die Dinger mit meinen Augen sehen? Leb wohl, Teresa. Vollgas, Vollgas, Vollgas! Oh, nix da. Ja. Ehrenvolle Motive des Captain. Dann wird er uns vermutlich noch weiter begleiten, wenn er das hier überlebt. Ja, ich hab's befürchtet.
Echo-Staffel mit Rim. Wollte nur sehen, ob du okay bist. Nach Skywalker kommt Cloud Cutter, ha? Huh? Ist die Schubanzeige da links? Energiemanagement. Okay, jetzt habe ich Schub auf den Triebwerken. Jetzt habe ich Schub auf den Schilden. Nee, da habe ich Energie auf die Triebwerke umzuleiten. Genau, Energie auf die Laser. Nur ein abgeschossener Teil ist ein guter Teil. Wenn ich nach rechts drücke, kriege ich es auf die Schilde. Genau, dann wird mir die Schildstärke da oben angezeigt. Jo. Genau, tipp, top. Okay, diese gut. Systemcheck. Information. Information. Echo 2 bereit. Echo 5 bereit. Bin an deiner Seite. Was war das denn? Okay, Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's dort beim U-Flügler. Genau, die U-Flügler sind die Station, die auch im Multiplayer die Support-Schiffe. Da vorne ist er. Du brauchst Raketen, Echo 4. Flieg zu dem U-Flügler und hole Nachschub. Alles gut? Gut. Das Notsignal von Forster helfen wurde bestätigt. Festungskonvoi bei Forster Haven steht einem imperialen Sternzerstörer gegenüber. Bitte Hilfe. Also gut, dann mal los. Echo-Staffel aufschließen und zum Treffpunkt begeben. So, rauschen wir mit Vollgas in die erste Raumschlacht. Also so, auf der richtigen Seite. Mehr Energie auf den Triebwerken. Sollten wir auch nicht. Sind wir noch schneller dort. So, was ist jetzt? Ah ja, okay. Gut, den Hyperraum kann man nicht manuell einleiten. Das ist immer eine automatisierte Sequenz. Jetzt zündet alle Schub
Okay, da ist die Kontrolle tatsächlich recht schwach. Weiß noch nicht. Ah, rechter Button. Sie sind hinter mir. Echt gut gemacht. Okay, den werde ich auch noch erwischen. So, ich brauche neue Ziele. Da kommen sie. Dem verschwinde ich jetzt keine Rakete mehr. Ich konnte nicht zulassen, dass das Imperium noch mehr von Alderaan nach Button drücken. Sie haben dem Imperium also den Finger gezeigt. Kann man so sagen. Wow, 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 wow. Schwierig, hier die Orientierung zu behalten. Okay, solange mein Bildschirm, wenn ich beschossen werde, mein Bildschirm blau leuchtet, habe ich noch Schilde. Den Raketenabschussmoment verpasst. Und zerblasen. Mehr Schilde, mehr Schilde, mehr Schilde. Geben wir dem Droiden was zum Arbeiten. Jawoll. Richtig schön, einfach mal auf Rammkurs gehen. Leider kein freies Umschauen. Information. Die TIE-Jäger drehen genau immer um mich herum. Transporter. Bin gleich neben dir.
Echo-Anführer. Muss ich jetzt mehr Energie auf die Triebwerke geben, damit ich dem mal hinterherkommen kann. Der Echo-Anführer entfernt sich immer weiter. Das ist der Quasar, okay. Dann. Jetzt werde ich schon wieder gerammt. Was ist denn hier los? Warum werde ich denn die ganze Zeit gerammt? Schwere Geburt, aber einen Hammer. So, neues Ziel. Mehr Schilder. Neues Ziel. Das wird der Captain Chavez sein. Was ist denn der TIE-Jäger, den ich gerade doch im Visier hatte? So, jetzt schon mal wieder nach neuen Zielen. Okay, da abgefeuert. Da sind noch zwei weitere. Einer weniger. Ah, sind out of missiles. Mit der Jarvis sind's. Sieht gut aus. Na dann los, Leute! Der Quasar muss weg! Ich bin startklar. Ja, so macht man einen Quasar fertig! Gute Arbeit! Staffel, probiert euch! Oh, sieht hübsch aus. Das sollte reichen. Fürs Erste. Machen wir das Beste draus! Welcher Staffel bringt den Konvoi und zu einer sicheren Position? Sind dran. So, machen wir wieder Energieausgleich. Ich weiß, dass Sie genau in diesem Moment Ihre Großkampfschiffe. Und dann schauen wir da mal hinterher. Wir brauchen Unterstützung. Sicher, ich schicke die restliche Echo-Staffel mit allen verfügbaren Ressourcen. Nähern uns einem Sternenzerstörer. Schon wieder. Wir blicken direkt in die Geschütze. Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg. Tja, nicht schnell genug. Oh, Junge. Echo-Staffel sichert den Konvoi, während das Flaggschiff die Vigilance angreift. Überlass das uns. Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Pilotin, mir nach. Passt in Reichweite. Bereit machen. So. Die feindliche Flotte nimmt den Konvoi in die Mangel. Ihre Schilde werden schwächer. Der Raider muss sich auf
Jetzt gewinnen wir mal kurz ein bisschen Abstand. Können wir mal mehr auf die Triebwerke. Oh, haben wir zu weit gedreht. Ziel vernichtet. Der Raider ist Geschichte. Gute Arbeit. Der Mann Kalmari-Kreuzer schaut auch gut aus. Ah, der MC-80, das ist unser Viech hier. Da ist er ja. Ja, die offizielle Typenbezeichnung des Mon Calamari-Kreuzers. Mehr Schilde. So. Geschwindigkeit rausnehmen. Drehen. Das war nicht gut. Wir haben gerade ganz schön eingesteckt. Oh, zum Glück prallt man davon ab. Da habe ich gerade den eigenen Abstand verpasst. Kann ich eigentlich diese Zielerfassung nicht anvisieren? Okay, hätten wir das erwischt. Wieso wird mir das hier eigentlich als optionales Ziel die ganze Zeit angezeigt? So, erreichen. Punkt erreicht und Abfahrt. Vier Jahre später. Hell oder dunkel, Freiheit oder Zerstörung. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Bormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren. Star Wars Squadrons. Ja, das war der Prolog. Damit endet die erste Folge. Es wird auch noch Multiplayer-Matches geben. Obwohl ich mich da noch nicht so ganz sehe, so wie ich bisher fliege.
Genau, aber sehen wir uns mal an, wie es weitergeht. Aber das dann in der nächsten Folge, die am gleichen Tag noch kommen wird, weil das war jetzt nur der Prolog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.